Mein Hallo. Name ist Maja. Wie geht's Ihnen? Wie bitte? Ich habe kein Wort verstanden. Wie geht es Ihnen? Wer ist denn da? Mein Name ist Maria. Ich melde mich von Monitoringsabteilung vom Finanzmarkt. Ich habe ein paar Fragen bei Ihnen. Oh, von wo rufen Sie denn an? Das ist ja eine komische Vorwahl, die Sie haben. 0061? Ja, also ich melde mich von Monitoringsabteilung vom Finanzmarkt. Sie rufen Ich habe aus ein paar Fragen. Australien an? Ja. Was habe ich denn mit Australien zu tun? Ich habe kein Känguru geschlagen. Also ich habe nur Frage bei Ihnen. Ich Was melde wollen, mich warum vom rufen Finanzmarkt. Sie mich denn aus Australien an? Ist das nicht die Frage zu schwer, oder? Weil, also wir haben viele verschiedene Filiale und also ein von unserer Filiale ist in Australien. Habe ich Ihnen Frage schon geantwortet? Ja. Okay. Also im System sehe ich, dass Sie haben versucht, Ihre Handelskonto zu aktivieren, aber haben Sie es nicht gemacht. Können Sie mir sagen, also warum haben Sie Handel nicht angefangen? Warum was bitte? Warum haben Sie Handel nicht angefangen? Weil ich's nicht verstanden habe. Okay, haben Sie richtige Hilfe nicht bekommen? Wer ist vernichtet worden? Haben Sie richtige Hilfe nicht bekommen? Schilder? Hat Ja, also ich habe ja im Prinzip noch, sag mal, drei intergalaktische und zwei römische Turmschilder, aber das hat mir auch nicht geholfen, wenn ich das nicht verstehe. Also, ich habe nur Frage bei Ihnen. Warum haben Sie Handel nicht angefangen? Meine ich Online-Handel. Ja, habe ich doch gerade schon beantwortet. Schlafen Sie nebenbei? Nein, aber ich habe nicht verstanden, was Sie meinen. Ich hab's nicht verstanden. Okay. Hat Ihnen niemand erklärt, wie Nein. läuft Online-Handel? Okay, ich erkläre es Ihnen. Sie können mit verschiedenen Handelsinstrumenten handeln, an was Sie Interesse haben. Zum Beispiel, Instrumente, Cello oder Gitarre? machen Sie Spaß? Sie haben Instrumente gesagt. Ja, es gibt also Finanzinstrumente. Ja, Es gibt weiß ich ja nicht, verschiedene. kenne mich da nicht aus. Okay, ich erkläre es Ihnen. Sie Ja. können manuell handeln. Oder Sie können mit Hilfe jemandem handeln, also mit Mit Schilf? Experten. Okay, Sie machen jetzt Spaß und ich will nicht, dass ich einfach so Zeit Ich verschwende, kann ja? Sie schlecht verstehen. Sie Warum? sprechen zu Kann ich nicht schnell. auf Deutsch reden? Sie sprechen zu Okay, soll ich schnell. langsam? Ja, Okay, bitte. soll ich lang? Ich kann nicht mehr so Okay. gut hören. Vielleicht höre ich, bin ein alter Mann. Ich kann nicht gut hören. Okay, ich erkläre es Ihnen langsam. Sie können, Ja. hören Sie mich? Ich Sie kann Sie können, hören. ja, Sie können mit verschiedenen Handelsinstrumente handeln, zum Beispiel mit Bitcoin, mit verschiedenen Ja. Kryptowährungen. Warum lachen Sie? Ich habe ja gesagt, ich habe nicht gelacht. Okay. Sie können auch mit Gold, Silber, Öl handeln. Ja. Ja, und damit können Sie profitieren, ja, Geld verdienen. Das ist gut, das wollte ich ja machen. Okay. Und Sie können einfach manuell handeln oder allein handeln oder mit Hilfe jemandem. Wenn Sie keine Erfahrung haben und wenn Sie wissen nicht, wie funktioniert Online-Handel, Ja. Sie brauchen Anfängerskonto und Ja. Sie brauchen Hilfe von erfahrenen Leuten. Zum Beispiel, wenn Sie empfehlen, mit Bitcoin handeln, Sie brauchen Hilfe von Ja. Finanzberater, Ja. der erstellt für Sie individuelle Handelsstrategie. Wie viel möchten Sie zum Beispiel einfach monatlich verdienen? Oder was ist einfach Ihr Ziel? Ach so, ja, und da kriege ich einen, der mir dann weiterhilft, ja. Ja. Das ist gut, weil Also, ich kann das, glaube ich, nicht jetzt alleine. okay, jetzt sagen Sie mir,
Sie können mit verschiedenen Summen Handel anfangen. Mit welcher Summe möchten Sie Handel anfangen? Oh, ich würde sagen, das kommt drauf an, wie viel man da verdienen kann bei Ihnen. Das war ja eine meiner Hauptfragen, aber ich bin da nicht schlau draus geworden. Okay. Also, Sie können von 18% bis 29% verdienen. Das ist durchschnittlich, aber im Jahr? Es kann auch mehr sein. In Nein, einem monatlich. Jahr? Jeden Monat? Nein, monatlich. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also, Sie können das, aber das ist durchschnittlich. Sie können auch mehr verdienen, ja? Noch mehr? Ja. Ja, das müssen wir auf jeden Fall Zum machen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja große okay. Mengen Geld. Welche Kreditkarte besitzen Sie? Sparkasse habe ich nur. Haben Sie Girokarte? Ja. Natürlich. Okay, danach helfe ich Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja. Und sagen Sie mir jetzt, mit welcher Summe möchten Sie Handel anfangen? Gibt es da, sag ich mal, eine Untergrenze oder ist das freigestellt? Also minimale Summe ist 250 Euro. Ja. Sie können auch mit mehr Kapital das anfangen. Ja, zum Beispiel, wenn Sie mit 500 Euro anfangen, bekommen Sie Bonus 10%. Oh. Wenn Sie mit 1000... Nochmal obendrauf, okay. Ja. Und wenn Sie mit 1000 anfangen, danach bekommen Sie 11% Bonus. Das ist eine ganze Menge. Und das ist dann, kriegt man ja ein Wahnsinns, da muss ich ja gar nicht mehr arbeiten. Nicht, dass ich noch arbeiten würde, aber mal so Zeitung austragen, kann ich mir dann ja sparen, ne? Ich würde sagen, wir nehmen die 1000, ne? Das soll sich ja auch lohnen für mich. Wenn man da schon so Fettprofite machen kann. Ja, das ist schon einfach Leben genießen, ja? Sie können wirklich gut profitieren. Wenn Sie mit Hilfe Finanzberater handeln, weil diese Person hilft Ihnen, zeigt Ihnen alles, erklärt Schritt zu Schritt. Ja. Und also eröffnet für Sie richtige Positionen, ja? Was heißt weil Sie das? Anfangen. Also Sie wissen nicht, welche Finanzprodukte ist momentan hochprofitabel, ja? Nee, ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, deswegen habe ich Ihnen gesagt, also dieses Finanzberater hat wichtige Kenntnisse auf dem Finanzmarkt und diese Person weiß, welche Finanzprodukte ist momentan hochprofitabel. Ach jetzt so. Sagen Sie mir, mit welcher Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, ich würde sagen, wir nehmen die 1000, oder? Wenn Sie da sagen, das lohnt sich, dann mache ich das. Ja, okay. Haben Sie denn auch okay. Dogecoin? Ja, genau. Haben Sie die auch? Ja. Natürlich. Weil da habe ich im Internet drüber gelesen und ich wollte gern so ein paar Dogecoin kaufen. Ja. Weil die sind, glaube ich, ja auch, wie Sie sagen würden, profitabel, oder? Ja, genau. Also dazu hilft Ihnen Finanzberater. Weil das Cuteness-Level ist halt schon over the top, ne? Von dem Shiba Inu. Ja. Ja. Ja, haben Sie recht. Okay. Ja, ja. Haben Sie jetzt Internetzugang? Sind Sie jetzt gerade auf dem Computer, ja? Auf dem Computer? Am Computer. Nee, der ist im Wohnzimmer. Soll ich den anmachen? Den Computer? Ja. Einen Moment bitte. Okay. Das ist ja wirklich spannend. Und dann kann ich heute schon anfangen, ja? Ja. Können Sie, wenn Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren, ja. Danach bekommen Sie Anruf von Finanzberater, ja. Der hilft Ihnen, ja, richtige Positionen öffnen, kaufen, welche Finanzprodukte Sie wollen, ja, also wenn ja. Sie Dogecoin wollen, Sie ja, können gerne. Heute kaufen. Ja, ich wollte gern ein paar Dogecoin. Ist der Berater, ist der auch aus Australien oder ist das dann Muttersprachler? Also, er kommt von Schweiz. Aus Schweiz. Aus der Schweiz? Da kennen die Leute sich ja richtig gut aus mit dem Bankwesen und sowas, ne? Bestimmt deswegen. Ja. Also,
Ja, und ich suche für die Plattform, wo auch die Schweizer Bank handelt, wo auch die Sparkasse handelt. Ja. Und da schaffen Sie Ihre Handelskonto aktivieren. Ich bin ja so froh, dass Sie mich angerufen haben. Ich kann das Geld gerade wirklich sehr gut gebrauchen. Okay, darf ich wissen. Also für was brauchen Sie Geld? Was ist Ihr Ziel? Möchten Sie ein neues Auto kaufen, oder? Nee, ich habe im Prinzip jetzt, wo Corona dann hoffentlich bald vorbei ist, ich möchte mal wieder in Urlaub fahren. So gerne. Wow, wo? Ich habe noch einen Reisegutschein für Malediven. Wow, sehr gut. Ja, und dann will ich da natürlich, da sollen ja die Nutten sehr gut sein, ne? Dann will ich halt so ein bisschen Geld mitnehmen dahin. Ja, genau, ich habe recht. Und ich bin sicher, dass sie schaffen es. Weil wir haben ja, das ist ja, wird ja im Prinzip organisiert vom Parkplatz Bums Club Hamburg. Und da ist halt auch die Mitgliedsgebühr entsprechend hoch. Ne, weil muss ich jetzt ja immer testen lassen auf Corona. Ja, genau. Wie alt sind Sie, wenn ich frage darf? Ich bin 67 Jahre alt. Okay. Und Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Ja, wirklich? Da sind Sie ja noch ganz jung. Da haben Sie das ganze Leben ja noch vor sich. Ja, genau. Macht die Arbeit denn Spaß da bei Ihnen? Ist das erfüllend? Ja. Ja, das freut mich. Ich selbst handle auch, aber ich arbeite auch, weil, also, für mich ist sehr interessant auch Arbeit und also Handeln ist auch für mich sehr interessant. Aber ich habe auch nicht so große Erfahrung auf dem Finanzmarkt, deswegen mich hilft auch Finanzberater. Ach so. Ich habe auch Dogecoin gekauft. Sagt man Dogecoin oder Dogecoin? Da bin ich mir immer unsicher. Ich will mich ja nicht lächerlich machen. Also beide können Sie sagen. Ja, Dogecoin und auch Dogecoin. Ja, und was ist richtig davon? Weil das kann ja nur eine korrekte Aussprache geben. Dogecoin ist das richtig. Wie? Dogecoin ist das richtig. Dogecoin ist das richtig. Okay, na gut. Will mich ja nicht blamieren. Okay, haben Sie Ihre Computer eingeschaltet? Computer ist eingeschaltet. Okay, haben Sie dieses Programm AnyDesk? Nochmal bitte? Haben Sie dieses Programm AnyDesk? Nein. Okay, öffnen Sie jetzt Google Chrome oder Internetbrowser, was Sie haben. Ja, mache ich. Also ich habe auch, hab auch Opera, wenn Sie das lieber mögen. Ja, machen Sie es mit Opera. Ich soll es mit Opera machen? Na gut. Ja, okay. Ganz tief und rein. Und da schreiben Sie. Okay. Und oben, wo man Adresse schreibt, ja, im Suchfeld, schreiben Sie. Ja, warte mal kurz. Das ist gerade ein bisschen langsam hier, der Computer. Jetzt geht das. Jetzt, ja, bitte. Okay, schreiben Sie, wo man Adresse schreibt, A wie Anton. Anton? Ja, A wie Anton. Anton, ja. N wie Nordpol. Nordpol. Schreiben, ja, aber schreiben Sie nur erste Buchstabe, ja, A, N. Ja, ich bin mir durchaus bewusst, was Buchstabieren bedeutet. Okay. Ich habe mal als Walkie-Talkie gearbeitet, falls Ihnen das was sagt. Ich kenne das alles. Wo haben Sie gearbeitet? Als Walkie-Talkie. Was ist das? Naja, Funkfernsprechbeauftragter, hieß das damals bei der Reichspost. Quasi Stenografieren, falls Ihnen das was sagt. Okay. Ich habe quasi, weil es gab ja längere Zeit große Unruhe zwischen den Füchsen und den Wieseln und wir haben da quasi vermittelt. Ne? Und da haben wir halt auch immer sehr viel buchstabiert, weil die haben ja verschiedene Sprachen, damit der Konflikt da halt beigelegt wird, damit es da halt nicht zum Krieg kommt. Da haben wir vermittelt, so wie die Vereinten Nationen so quasi. Okay. Da gab es dann hinterher auch eine Sonderausgabe von der Briefmarke dafür. Vielleicht haben Sie die mal gelesen bei einer Abmahnung oder so.
Okay, und jetzt arbeiten Sie immer noch, oder? Nee, ich bin ja im Ruhestand sozusagen. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen Sie jetzt ein bisschen erholen, Spaß machen, Leben genießen. Ja, natürlich, das soll ja auch Spaß machen, ne? Du darfst jetzt ja ein ganzes Jahr nicht vor die Tür wegen diesem bescheuerten Virus. Und in der Zeit, ich habe ja auch Angst, dass ich wieder einberufen werde, weil die Spannungen zwischen den Füchsen und den Wieseln, die haben halt wieder zugenommen jetzt wegen der Situation, weil die sich halt alle gegenseitig, sagen wir, in ihren Lebensräumen durch den jeweils anderen so ein bisschen bedroht fühlen halt, ne? Und ich gehe mal davon aus, dass es da halt in absehbarer Zeit auch wieder eine UN-Blauhelm-Mission gibt. Und dann gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die, sag ich mal, auf erfahrene Kollegen dann wieder zurückgreifen werden. Ja, genau. Also es kann sein, dass ich dann halt nochmal nach Otterdam fahren muss, ne? Aber was tut man nicht alles für den Weltfrieden? Ja. Sehr gut. Okay. Was haben Sie gegeben? A wie Anton, N wie Nordpol, I wie Y, ja? I wie Y oder Y? Y. Y. Oder hat's gerade an der Tür geklingelt? Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Einen Moment bitte. Okay. Ach, sind Sie noch da, junge Frau? Ja, ich bin noch da. Ja, Entschuldigung, da kam die Post zu und der war sehr früh heute. Ja, sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Y haben Sie geschrieben? Ja, ich habe Y geschrieben, wie Sie mir das, sag ich mal, aufgetragen haben. Okay, danach schreiben Sie T wie Dora. T? T Dora. Wie Dora. Ja. Wird gemacht. E wie Emil. Emil. S Siegfried. Siegfried. Und dann der Roy Kaufmann. Dahinter? Nein. Okay. Kaufmann, alles zusammen und alles klein geschrieben. Ja, Anidesk. Das ist Englisch, oder? Ja. Punkt com. Ist das ein Schreibtischhändler? Das ist ja jeder Schreibtisch übersetzt. .com. Haben Sie geschrieben? Ja, ich habe das geschrieben. Jetzt öffnen Sie diese Seite. Ja, das ist sowas Rotes, ja? Ja, genau. Und drücken Sie, da ist grüne Taste, Download Now. Also runterladen, ja? Ja, genau. Das kriege ich doch wohl hin, will ich mal meinen. Das kriegen Sie in Ihre Computer. Ja, also runterladen, ja. Ja, ja. Zu Befehl, mein Führer. So, und dann wahrscheinlich auch installieren, ne? Ist das jetzt das Programm zum Dogecoin kaufen? Ja, also nein, das ist Programm für... mich, also das ist Zusammenarbeit. Ich kann Ihnen, wenn Sie dieses Programm öffnen, ich kann Ihre Bildschirm sehen. Ach. Und danach schaffe ich Ihnen zeigen, auf welche Plattform können Sie Ihre Handelskonto aktivieren und Dogecoin kaufen. Ja, wie loggen Sie sie ein? Ja. Wie können Sie Ihre Passwort ändern? Also ich zeige Ihnen alles, ja? Also wie TeamViewer, das ist wie TeamViewer, das Programm. Ja, genau.
Ja, das genau. Ist das ist gleich. Ich mag den Biber, ne? Der ist also immer sehr freundlich immer in der Art und der Kommunikation. Ich habe das jetzt installiert. Was soll ich jetzt machen? Ja, jetzt öffnen Sie jetzt und geben Sie mir eine neunstellige Nummer. Die Uhrzeit? Nein, also wenn Sie AnyDesk öffnen, wenn ja. Sie dieses Programm öffnen, da aufmachen, dann sehen Sie auf linke Seite neunstellige Nummer. Ach, da geben oben, Sie mir ja. Diesen das ist 984. Ja. 946. Jetzt schicke ich Anfrage, nehmen Sie bitte, ja? Ja. Ja, schauen Sie. Ah ja, das ist wie bei Team Biber. Ja, das bin ich. Das darf sind ich Sie? Maus bewegen? Ja, ja, klar, sonst kommen wir ja nicht vorwärts, ne? Okay, ich zeige Ihnen jetzt, das brauchen wir nicht, gut, das auch nicht. Das sind meine Hühner hier, mögen Sie Hühner? Wow, sehr schön. Ja, das ist ja im Prinzip also, das indische Perlhuhn, ne? Bitte, alle gehören Sie? Ja, ja. Buk-buk. Können Sie auch Hühnergeräusche machen? Buk-buk. 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 So kann man die anlocken. Sie haben ein sehr schönes Lachen. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Sie machen es aber perfekt. Machen Sie bitte nochmal. Okay. Oh, schön, dass Sie sich so freuen. Mögen Sie Hühner? Ja, ich mag. Ja, Sie würde ich auch. Ich habe niemals gehabt. Nein. Aber ich. Meine Oma hat viele. Meine Oma hat viele. Hühner? Ja. Oh, die aber ich habe Angst. Ich mag nicht. Warum haben Sie Angst vor? Sind Sie mal gehühnert worden von den Hühnern? Nein, aber einfach habe ich Angst. Okay. Ich will dann ja auch mit den Doggecoin ein neues Haus für die Hühner bauen, weil das sind ja so viele geworden. Die haben nicht mehr so viel Platz. Wie viel Stück haben Sie? 36. Wow. Ja. Haben Sie große Haus mit großer, oder? Ja, so ein Hof haben wir, Bauernhof, ne? Woher haben Sie diese Idee bekommen? Mit den Hühnern? Ja. Ja, die waren ja schon hier. Die hat mein Vater hatte schon diese Hühner. Und vor meinem Vater hatte die der Opa und davor der Reichskanzler und der Kaiser. Und so geht das halt zurück bis ins 13. Jahrhundert, ne? Wow. Okay. Okay, darf ich jetzt Internetbrowser öffnen, ja? Ja. Ich zeige Ihnen was. Okay. Ich zeige Ihnen, was ich Ihnen versprochen habe. Das ist Swiss Capital Bank. .com, wo auch die Schweizer Bank handelt. Schauen Sie. Schauen Sie. Nochmal, was soll ich machen? Ich zeige es Ihnen. Ja. Erstmal brauchen wir ein Login, das ja? Das ist alles auf Englisch, das kann ich gar nicht. Okay. Okay, jetzt. Aber Ihre Computer so arbeitet langsam, oder? Ja. Er ist schon alt, ich bräuchte mal einen neuen. Okay. Können Sie mal die Musik ausmachen? Das ist sehr laut. Nein, natürlich nicht. Wie bitte? Das ist hier. Hallo? Das ist hier Callcenter. Hören Sie mich? Ich kann Sie gar nicht mehr verstehen. Das ist so laut. Ich kann nicht mehr hören, was Sie sagen. Hallo? Ja, jetzt hören Sie mich? Hallo? Oh, das jetzt gibt's jetzt ja nicht. Hallo, wollen Sie meine Zeit hier verschwenden? Hallo? Hören Sie jetzt besser, oder? Habe ich Hallo? Ausgemacht, Musik. Ja, jetzt ist wieder gut. Das kann man doch, so kann man doch nicht mit Kunden reden. Das ist ja unprofessionell.
Ja, aber es ist Callcenter, also, ja, also ich darf nicht so auf Musik. Wenn ich bei meiner Bank anrufe komplett. Oder beim Handwerker oder bei der Krankenkasse oder beim Arbeitsamt oder bei der Wehrmacht, da ist nie so ein Geschrei im Hintergrund und da ist auch eine Telefonzentrale. Also da ist das Problem jetzt nicht bei mir, ne? Das lasse ich mir jetzt nicht anlasten. Okay, ich habe so ein bisschen leise gemacht, Musik. Jetzt ist besser, oder? Ja, danke. Okay, bitte. Okay, jetzt helfe ich Ihnen einloggen, ja? Jetzt schreiben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse. Welche haben Sie denn von mir? Welche haben Sie? Wahrscheinlich die hier. Ich sehe nicht ganz. Also, okay. Es fängt mit Otter, oder? Das kann sein. Otterzucht. Otterbach. Ja, genau, Bach. Ja, genau. Ja, weil wir züchten ja, genau. Auch Otter. Mögen Sie Otter? Nein. Warum nicht? Gestern war internationaler Tag des Otters. Kennen Sie keinen Otter? Ich weiß es nicht. Warten Sie mal. Nein, ich kenne. Das ist ja im Prinzip der asiatische Kurzkrallenotter. Das da. Kenne ich gar nicht. Otter. Echt? Schauen Sie mal. Sie sind einfach Tierbeliebter, oder? Ja, ja, ich bin sehr beliebt. Ich habe schon mal 15.000 Abonnenten. Wow. Gucken Sie mal, wie der spielt. Der hat da seinen Lieblingsstein auch dabei. Bei Ottern ist das ja so, die können ja, sag ich mal, wie Menschenaffen auch Werkzeug benutzen. Zum Beispiel Flaschenöffner und Feuerzeuge. Weil die haben ja, sag mal, sehr, sehr ausgeprägte, knuffige Pfoten vorne und hinten. Und der Schwanz ist halt die tödliche Waffe für den Nahkampf mit den Füchsen im Prinzip. Mag man nicht denken, oh. Aber bei dem sieht man zum Beispiel, dass der halt auch schon im Kampf gewesen. Der hat ja Verletzungen an der Nase. Und die hier, okay. Das sind Otterbogenschützen hier. Die lauern jetzt quasi der Fuchspatrouille auf, ne? Das ist also ein Speer, oh, ja. Sozusagen. Ja, das ist sehr interessant, aber jetzt gehen wir zur Sache, ja, weil wir wollen, dass einfach Zeit verschwinden und Sie brauchen jetzt Dogecoin schnell kaufen, ja? Ja, ganz viele Dogecoin, ganz ich. Also ich wollte 5 Stück kaufen, haben Sie so viel da? Nur 5 Stück? Ja. Sie können mehr kaufen. Kann ich das? Okay, ja. Okay, jetzt als Passwort gebe ich für Sie einmaliges Passwort, danach enden wir Ente? Mit A, B, C, 1, 2, 3. Das ist einmaliges Passwort. Das ist aber kein gutes Passwort, ne? Da haben Sie, sag ich mal, keine große okay. Sicherheit mit, ne? Das wissen Sie auch okay, hoffentlich. Jetzt, ja, das ist einmaliges Passwort. Jetzt enden wir zusammen mit Ihrem gewünschtes Passwort. Schauen Sie, ja. Von personaler Info. Sie können jetzt hier schreiben Sie alles. Das ist Ihre Stadt, wo Sie wohnen. Schreiben Sie hier. Geht nicht. Warum geht es nicht? Ich weiß nicht. Ich kann da nur drauf drücken, aber da kann da. Ah, guck mal, hier kann ich reinschreiben. Ja, jetzt. Ja, schreiben Sie. Okay. Zip-Code, das ist Ihre Postleitzahl. Ja. Ja, schreiben Sie. Okay. So, verschrieben. Das ist in Emskirchen. Jetzt ist richtig, oder? Ja, jetzt stimmt das. Okay. Jetzt wählen wir Passwort ändern, ja? Jetzt schreiben Sie hier Ihre gewünschtes Passwort. Ausgetrockneter Ententümpel. Ah, nein, nein, sagen Sie bitte nicht. Also, ich darf nicht das wissen. Erledigt, also ausgetrockneter Ententümpel. Okay. Okay. Oh, da habe ich, glaube ich, ich habe das A am Anfang, glaube ich, vergessen. Jetzt passt das. Also, Zip-Code stimmt nicht. Warum nicht? Welche Stadt ist das? Emskirchen. Bitte? Ich habe mich verschrieben, warten Sie mal. Yes. So rum, da habe ich die Zahlen verdreht. Okay. Yes. Wie ist das eigentlich in Australien?
Was fehlt denn da? Warten Sie bitte kurz. Wie ist das denn bei Ihnen mit Australien? In welche Richtung fließt bei Ihnen denn die Toilette ab? Warten Sie bitte ein paar Sekunden. Worauf denn? Wollen Sie das einmal testen? Müssen Sie also mal ein Papierschiffchen reinwerfen vorher? Dann lässt sich das am einfachsten feststellen, wo die Toilette hinläuft. Fließen also, die Toiletten auch bei Ihnen nicht, andersrum? Ja. Was meinen Sie? Na, in Australien, in welche Richtung da das Wasser in der Toilette abläuft, wollte ich gerne wissen. Weiß ich nicht. Können Sie da mal kurz spülen gehen? Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Wenn Sie es nicht möchten, sagen Sie mir ehrlich. Wenn Sie es möchten, wir reden jetzt nicht auf Toilette, ja? Wir reden jetzt auf der Finanzmarkt. Ich bin ja nicht auf der Toilette gerade, aber es hat mich interessiert, wie das in Australien funktioniert, ne? Was steht denn okay, da oben? Ich spreche kein Englisch. Schauen Sie, Passwort stimmt nicht. Haben Sie richtig geschrieben? Ich probiere einfach nochmal. Schreiben Sie nochmal, ja. Ich nehme ein anderes. Okay. Sie machen es nicht richtig. Machen wir jetzt später, ja? Kann man das denn anzeigen? Irgendwie, da verschreibe ich mich bestimmt. Ich mach's mal einfacher. Ah! Okay, ja, endlich. Sie haben es geschafft. Naja, okay, so redet man aber nicht mit einem Kunden, dass man sagt, endlich, das macht man nicht. Okay, jetzt gehen wir zu Deposit, weil Sie haben eine Visa, oder? Nochmal, was bitte? Welche Kreditkarte haben Sie, Visa oder Master? Eine Sparkasse habe ich, eine Bankkarte. Oh, okay, holen Sie es? Nochmal bitte? Holen Sie bitte Ihre Karte. Die Bankkarte, Sparkasse, ja, einen Moment bitte. Ja. Ich hole die eben aus dem Portemonnaie. Und dann geht das auch, ich will ja nicht Ihre Zeit verschwenden, ne? Also nicht mehr als nötig. Ja, ich habe die jetzt gefunden hier. Okay. Welcher Summe fangen Sie an? Wer ist denn die Frau, die immer die Sachen vorsagt im Hintergrund? Kann ich mit der mal reden? Das ist meine Managerin. Ja, aber die redet ja die ganze Zeit die Sachen vor, die Sie sagen. Da kann ich ja auch gleich mit der Frau reden. Das ist ja... Okay. Okay. Guten Tag, Herr Hodi, oder wie heißen Sie? Ja, Hodi Megsax-Weiß ist hier. Mit wem spreche ich bitte? Okay, sehr schön. Mein Name ist Emily Klein. Ja. Und ich bin Managerin ja von Maria Müller und jetzt weiter helfe ich Ihnen dabei, ja, ja, dass Sie Ihre Handelskonto erfolgreich aktivieren, weil Sie wollten mit mir reden. Ja, warum sprechen Sie denn dauernd dazwischen, hören Sie mal, das macht man ja auch nicht, wenn zwei Menschen sich unterhalten. Ich meine, hier hören auch 15.000 zu. Das macht man zu. Schon, wenn das machen die Managerinnen, weil wenn die Agenten Hilfe brauchen, wir sollen das machen. Ist die Kollegin noch neu? Und das also in unserer Firma ist sie neu. Also ach, in diesem Bereich arbeitet sie schon mehr als 6 Jahre. Aber in unserer Firma ist sie neu und deswegen soll ich sie immer dabei helfen. Oh, dafür, dass sie das schon so lange macht, kann die aber noch nicht viel. Oder? Das hat eine schwache Lernkurve. Also das ist nicht ihre Sache, ja? Also wir helfen ihnen dabei und wie wir arbeiten, das ist nur unsere Sache. Nee, okay? Ich bin ja Kunde, ich bin da ja direkt betroffen davon, ja, wie sie arbeiten. Ja, sie sind ja Kunde und das stört man gar nicht, wenn ich meine Agenten helfe. Also sie können in Ruhe einfach... uns zu hören und machen, was wir sagen. Ja? Ach so, das ist jetzt hier so ein Domina-Verhältnis, oder was?
Können Sie mir mal bitte sagen... Sie brauchen, Sie brauchen unsere Hilfe, oder? Ja, können dass Sie mir mal... Dass wir Ihnen dabei helfen, dass Sie Geld verdienen und Ihre Handelskonto erfolgreich aktivieren. Können, Sie, können Sie mir denn sagen, in welche Richtung das Wasser in den Toiletten bei Ihnen abläuft? Nein, kann ich leider nicht sagen. Können Sie einmal zur Toilette gehen und spülen und da so ein Papierschiffchen natürlich reinlegen? Nicht, also natürlich nicht. Wir spielen doch hier nicht, ja? Na doch. Also wir sind Kontomanagerinnen und wir helfen die Kunden beim Konto aktivieren. Und auf der Toilette können Sie nach Australien einmal fliegen und da selbst schauen, wenn Sie so Interesse haben. Okay? Laden Sie mich ein nach Australien. Sie sind aber nicht meine Freunde oder nicht meine so gute Bekannte, dass ich ihn anlade, ja? Das na können doch. Sie auch alleine machen. Wir haben doch ein Bumsverhältnis, Herr Hodi, Herr Hodi, Herr Hodi, jetzt gehen wir zur Sache. Meine haben wir Güte. Nicht so viel Zeit, was wir... Sie sind wahnsinnig unfreundlich. Wie haben Sie es geschafft, Managerin zu werden? Haben Sie sich hochgeschlafen? Ich bin ganz freundlich, wenn ein Kunde sehr freundlich auch mit mir ist und sagt mir nicht, dass ich jetzt soll auf der Toilette gehen und Toilette spülen, ja? Ja, gehen Sie mal Toilette spülen. Spülen. Hallo, hier ist Dimitri. Der alte Mann hat nicht verstanden, was soll er machen? Ich möchte bitte helfen. Was soll alte Mann machen? Er hat nicht verstanden. Hallo, aber Devoschka. Mit wem rede ich gerade? Hier ist Dimitri. Bin der Devoschka? Devoschka, ja. Was heißt Devoschka? Mädchen auf Russisch. Okay, und wir reden auf Deutsch aber. Sie reden ja auch kein Deutsch. Das, was Sie reden, ist ja kein Deutsch. Okay, woher wissen Sie? Haben Sie mich zugehört? Ja, jetzt gerade. Das ist die Hand wie Kaugummiautomat. Oder Schlimmeres. Ich will mit Herr Hodi reden und mit, nicht mit Herr Dimitri. Weil Dimitri ist nicht bei uns registriert und ich habe gerade mit Herr Hodi geredet, aber ich glaube, dass Sie... Beide sind sie ein Mensch und sie machen einfach Spaß. Ja, wir sind beide Menschen, das haben also Sie richtig erkannt. Ja, wir haben hier keines Computer. Oh je, also ich glaube, wir sind im Kindergarten angerufen und nicht, wir reden nicht mit einem Mann. Also sie sind doch ein Kind. Haha, das sagt er. Gar kein Scheiß Telefonbetrüger. Ja, also, Sie haben gar keine Arbeit, Sie haben gar kein Geld und haben Sie so viel Zeit, Leute, dass Sie ganze eine Stunde ja, Spaß machen. Ja, ich habe dich jetzt eine Stunde lang verarscht, damit du anderen Leuten nicht das Geld wegnehmen kannst, du dreckiges Wesen, du Geiernase. Okay, können Sie so bleiben, wie Sie denken. Die kleine also, Stinktiermama. Doch ein Kind. Dumme Mann. Du bist live bei YouTube. Ah, schade.